wird die Anschaffung von Stadia Hardware aus dem Google Store erstatten. Also wie bereits in meinem ersten Video erwähnt, sämtliche Kosten für die Premiere Editions, die einzelnen Controller, das Google TV Set mit Controller oder die ursprüngliche Founders Edition. Außerdem werden alle Kosten für Spielekäufe, DLCs und Add-ons erstattet. Aber, ganz wichtig, keine Abogebühren von Stadia Pro. Man versucht, sämtliche Erstattungen von allen jemals bei Stadia getätigten Käufen bis zur endgültigen Einstellung von Stadia zu großen Teilen abgeschlossen zu haben. Aber natürlich kann es hier auch noch zu Verzögerungen kommen, also wenn ihr bis zum 17. Januar euer Geld noch nicht habt, bleibt ein Tick geduldig. Und wie laufen diese Erstattungen ab? Automatisch, denn es wird auf die Zahlungsmethode erstattet, welche ihr beim Kauf genutzt habt. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Peace, Ahoi, Ciao.